Dieses Video ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Heinz mit einer neuen Folge Until Dawn bis zum Morgengrauen. Ja, wir sind ja nun in der Lodge angekommen. Nicht? Vorher waren wir ja noch beim Psychodoktor. Und dann sind wir endlich in der Lodge angekommen und nun waren wir ja auf dem Weg zu dem Liebesnest. Da gehen wir mal gucken, was das ist, du, und was uns da noch alles so erwartet. Oder so. Fotosession? Klar doch, super Einfall. Ja. Machen wir mal. Okay. Tschüss. Hast du bestimmt immer festhalten? Ach, hübsch. Haben wir richtig getroffen? Netter Versuch. Nächstes Mal nehme ich die Kamera, okay? Okay, aber. Es ist doch gar nicht so leicht mit dem Ding. So rückwärts und vorwärts und alles gleichzeitig. Okay, dann los. Nichts wie ab zu der Hütte. Na, sowas. Es ist eiskalt hier draußen. Na, da geht's ja vielleicht irgendwann mal hin. Und wie willst du das anstellen? Nee. Ich hätte da ein paar Ideen. Ach, immer diese Anspielung mit dem. Oh, halt! Was haben wir hier? Hier ist wohl alles ein bisschen Privatgrundstück, Washington anwesend. Emily ist so dumm, wie sie aussieht, wenn sie wirklich denkt, sie könnte sich zwischen uns beide drängen. Wenn wir Glück haben, folgt sie uns hier raus und hat einen Unfall mit einem Bären. Was macht man? Ja, sie ist anstrengend. Aber mach's ihr nicht so schwer. Sie ist noch ziemlich daneben seit dem Schlussmachen. Hallo? Nicht mein Problem, Mike. Und deins ist es auch nicht. Wir machen mal so. Ja. Was kann ich dafür, dass sie nicht kapiert, was Zieleine-Schlampe heißt? Also, ja. Das sind Ausdrücke. Schau im Wörterbuch nach, Schlampe. Ja. Status Update, du. Status Update. Wir kommen wieder nicht rein, oder? Das Teil braucht wohl Strom oder sowas. Wollte Josh nicht was mit einem Generator? Aha. Generator. Da brauchen wir, müssen wir bestimmt wieder was reparieren, oder? Oh, da liegt noch was rum. Hey, Mike. Hast du bald den Generator, oder was? Oh, schon wieder? Oh Gott. Jetzt sind wir mal gespannt, was wir jetzt haben. Gut. Ach du Scheiße. Gefahrtotem. Mit dem Clown. Oh Gott, das habe ich noch nie etwa, weil ich vor Angst vor Clowns habe. Wäre es nicht toll, den Geni anzuschmeißen, damit es weitergeht? Was ist ein Geni? Okay. Mal sehen. Und was denn du? So? Boom. Sehr gut, Mikey. Hey, er läuft, du, es läuft, juhu. Ach du Scheiße, wer ist denn das? Oh Gott, haben wir gleich den ersten Toten. Noch, wieder. Wir hatten ja jetzt zwei Folgen, das ist eigentlich ein Grusel. So, geht jetzt das zum Knäppchen trinken, haben wir jetzt das Knäppchen trinken?
Tada! Sesam, öffne dich. Na so, was du. Ziemlich gut, oder? Ja, total, das ist super. Oh ja, ich hab die Hits. Ah. Was muss man jetzt mit dem Wischer? Ach so, ja, oh Gott. Bist du schon gespannt? Du siehst nicht gespannt aus. Ich bin sowas von wie ein Flitzbogen, diese mir. Wie ein Flitzbogen. Ein Abenteuer. Ein Sexurlaub. Boah. Was ist denn das Sex? Kann man das essen eigentlich? Reden wir mal alle davon. Keine Ahnung, was das sein soll. Bestimmt nicht gescheit's. Bestimmt. Abwehrwand. Wegen Hannah und Beth. Aha. Wieso räumen die das nicht weg? Tja, die Mittel haben die abgeschlossen. Okay, jetzt kriege ich Gänsehaut. Es ist alles so verschwommen. Ich kann mich kaum erinnern, was passiert ist. Also, was ich noch weiß, ist, wir haben einen dummen, hirnlosen Streich gespielt und der hat vielleicht Hannah und Beth getötet. Hey, ich meine, es ist nicht unsere Schuld, dass sie in den Wald gerannt sind. Ja. Wer hätte auch damit gerechnet, dass sie etwas so Dummes tun? Oh, natürlich, das kann natürlich schon. Oh Gott, wie weit ist denn die Hütte, sag mal? Wenn es ja idyllisch da in dem Wald, kann man ja nicht meckern. Nicht Winter, Schnee, du, oh. Schnee, na gut, bis ihr das Video seht, haben wir ja schon Frühling, dann glaub ich, was? Was ist denn das? Hast du das gehört? Da war irgendwas. Ja. Ich mach mal hier, ich weiß auch nie was schnell. Ich weiß noch ein Bilder mit sammeln dann zum Schluss ein. Ja. Sammeln dann zum Schluss. Machen erstmal den Schreibtisch voller Bilder und dann. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießbudenfiguren und trinke heiße Schokolade mit Emily. Weißt du was? Scheiß drauf! Wir sind Abenteurer. Wir finden einen anderen Weg zur Hütte. Ah, oh Gott! Jess! Fuck! Hey, Jessica! Ja! Hey! Alles gut! Heilige Scheiße, das mich voll erschreckt! Was meinst du, wie es mir geht? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran! Ja. Kannst du raus? Ich weiß nicht! Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen! Ich springe runter. Okay, ich komme runter. Bleib, wo du bist. Wir sind ja Helden, sind wir doch. Hey, Adonis! Hilfst du mir, diese Lore wegzuschieben? Ja, wenn es sein muss. Okay. Müssen wir uns was machen? Ah, nee, das schiebt von der Lehne. Hilf mir schieben. Na los, hau ruck. Achso, wir müssen machen. Hau ruck. Mensch, du. Oh. Also, wie wir beide zusammen stöhnen, habe ich mir anders vorgestellt. Mensch, du, war die Programmierer alle geil, hä? Was ist das, du? Was ist das? Nee, das wollte ich ja eigentlich nie, aber. Oh mein Gott, alles in Ordnung? Wie kommt denn die Lore her, du? Ja, oh Gott, dich jetzt gerade voll erwischt. Danke. Die Zähne sind noch drin. Ist gut. Das ist gut. Ja. Ja. Ich will mal noch mal ein Foto machen, wirklich. Jetzt rede die wieder, halt doch mal die Klappe. Kann ich was tun,
damit du die Gänsehaut los wirst? Spann. Ach nee, den wollte ich doch nie. Jetzt. Ja. Ob ich jetzt richtig? Ich weiß es nie. Ich mach gleich noch eins hier, so. Fertig. Jetzt gehen wir mal weiter hier. Hier hinten noch was? Hier ist noch eine Treppe. Tja, wo gehen wir nun lang? Was ist hier hin? Hier kommt die Lore. Ja, noch mal gucken. Wer da hier liegt? Was? Oh, noch ein Totem. Ach du meine Güte. Ja, Glückstotem. Na sowas. Das ist ja gruselig. Haben wir was? Wollen wir mal gucken? Nee. Nee, da gehen wir jetzt wieder. Müssen wir eigentlich hin hier? Das nimmt doch gar kein Ende. Oh, shit. Alles klar? Ach du meine Fresse. War knapp. Von Sicherheitsvorschriften halten die hier wohl nichts. Na, ja, das ist bestimmt schon ein bisschen älter. Jetzt hier raus. Ja. Ich will trotzdem mal gucken. Ich bin ja nicht neugierig, du. Oh, das interessiert mich an. Oder kommen wir hier nicht hin? Oh ja, doch, hier kommen wir hin. Ja, was denn nun? Jetzt. Zigarre. Schräger Ort, um gemütlich Zigarren. Hinweis entdeckt, Zigarrenstummel. Ist frisch. Wer wohl hier war? Aha, ist frisch. Was haben wir noch? Wow. Das mystische Symbol. Das hier ist ja historisch. Oh, wie abgefahren. Das ist von den Ureinwohnern, oder? Und da hing noch ein Traumfänger. Ich glaube nicht, dass die Bergarbeiter eine künstlerische Ader hatten. Nein. Nein, genau. Das ist wie eine Art Schrein oder sowas. Ein Schrein? Wofür? Keine Ahnung, du. Keine Ahnung. So, was haben wir hier jetzt alles noch? Können wir hier hin? Nee. Aber hier hin immer? Aha, da blinkt was. Oh, was ist denn das? Eine Karte? Scheiße. Gefahrenkarte der Mine. Oh Gott. Gefahr, du Rockefeller-Kollaps. Oh Gott. Ist ja überall Gefahr. Nee, hier, jetzt an dem Fass vorbei? Nee. Kann man nie. Oh Gott. Na, die Hütte ist aber weit weg, hä? Nur mal so. Wie ist denn das wieder? Oh Gott, die Stütze, du, abgestützt. Wir müssen ein bisschen umgucken, hier müssen wir hier noch was übersehen. Ah. Oh Gott. Aha, jetzt sind wir da draußen, du. Ne, gut. Hätte ich es eingehen, nicht, dass wir hier irgendwo noch und so. Was sieht aus, als ob wir wieder zurück sind, oder? Hä, wo geht's denn hier lang? Wo geht's hier lang? Ach, hier müssten wir lang. Hey, spaßeshalber mal gucken. Ja, das Seltsame, da ist noch ein Hinweis.
Da weist noch was hin. So. Oh, schon wieder ein Totem. Mensch, wir finden aber viele, du. Braun. Oh Gott. Verlust-Totem. Meine Güte. Können wir jetzt da noch weitergehen? Nee. Gut. Können wir nicht, können wir nicht. Komm mal rein. Kabinen. Nun geht er mal da hoch. Und nicht so auf den Arsch gucken, wenn du hochgehst. Ne? Das macht man nämlich nie. Gesagt hat, dachte ich schon ans weiße Haus. Da hast du die linken Spezies. Oh, da hinten blinkert was, du. Da hinten blinkert was. Lust auf einen Flug mit der Air Force One? Okay, okay. Spaß dir für die Wahlkampfrede, Baby. Oh, ein Teleskop. Ein Blick auf die Bäume, ein Blick auf die Wolken, ein Blick auf die Hütte. Hütte? Aha, ist aber still geworden. Wow. Alles klar? Ich habe jemanden bei der Hütte gesehen. Aha. Okay. Lass mal sehen. Aha. Und du? Hey, Jess. Mhm. Oh. Bleib dich bei mir, okay? Gebirgsbewohner, Mackenzie Wolf. Das ist lateinisch. Dieses mächtige Raubtier, eine wahre Legende unter Fleischfressern, greift Wapitis, Rentiere und alle verwundeten Tiere an, denen es begegnet. Los, wir streichen einen Bären. Komm schon. Ja, Gott. Komm schon. Lassen wir das mit dem Bären streicheln. Ja, ja. Oh, Wölfe auf Privatgrund gestattet. Ist die Jagd Wölfe auf Privatgrund gestattet? Glücklicherweise werden die Wolfbestände hier in Blackwood Pines stets unter Kontrolle gehalten. Der Grizzlybär. Der Grizzly ein Allesfresser mit ausgeprägter Vorliebe für Aas, ist generell nicht dafür bekannt, eine Mahlzeit zu verschmähen. Seine bevorzugte Nahrung ist Fisch, Lachs, Barsch, Forelle, weshalb man in der Nähe von Flüssen oder Gebirgsbächen besonders häufig auf das Tier trifft. Obwohl Grizzlybären als extrem gefährlich gelten, sind Angriffe auf Menschen eher selten. Rocky Mountain Wapiti. Der prächtige Wapiti durchstreift diese Lande schon seit Tausenden von Jahren, obwohl sie zumeist eher sanftmütige Geschöpfe sind. Das sind die dominanten Menschen, die Bullen, dafür bekannt, ihre Herden vehement gegen Eindringlinge zu verteidigen, was zu harten Auseinandersetzungen mit Kopfstößen und heftigen Angriffen führen kann. Na so, weißt du. So, wo muss man jetzt hin eigentlich? Hier runter? Mensch, wo ist denn die Hütte? Die ist ja wirklich weit weg. Ja, nimmst immer den Bär als Vorspeise. Ah, ich muss wieder. Aha. Oh gut, die Musik wird ja wieder hören. Oh, guck, da ist ein Hirsch oder Wapiti. Oh Gott. Oh, meine Güte. Ich habe auf den Paarungsruf geantwortet. Wow, du Flittchen. Ja, ich habe viel Liebe zu geben. Hab mich erschreckt. Schon wieder Status-Update. Ja, ich komme ja schon. Mensch, kann man sich nicht mehr umgucken. Du, das wird eilig alle. Hier noch was zu entdecken, hier?
Zur Kabine. Wir gehen aber erstmal hier lang, oder? Gibt's hier noch einen Weg? Vielleicht da mal irgendwas. Ach nee. Verdammt, Josh. Hättest du nicht wenigstens den Weg freiräumen können, bevor du uns hier raufschickst? Oh, echt jetzt? Was? Hätte nicht gedacht, dass bei dir das Glas immer halb leer ist. Hast du eine bessere Idee? Mach Platz, du deprimierst mich. Oh, Boo! Angeberin. Hey, Mike. Du hast da was im Gesicht. Bam! Okay. Okay. Ich muss bestimmt wieder Schneebälle schießen, oder? Oh Gott, wo ist er denn hin? Jess? Um Gottes Willen. Jess! Um Gottes Willen, was ist denn jetzt los? Ach, na klar, nu. Sammy! Natürlich, jetzt sind wir da Kannst wieder. Du mir helfen, das Feuer Gibt's ja nicht. Ich wollte gerade in die Wanne. Ne Wieden mit kaltem Wasser? Wie will die in kaltem Wasser beugen? Ha, ha, ha! Was will die eigentlich mit kaltem Wasser? Verstehe ich nicht. Komm schon. Okay, Josh, dann zeig mal, ob du in deiner schicken Lodge auch das Warmwasser anstellen kannst. Was muss ich denn jetzt wieder machen? Wo muss ich denn hin? Wo geht das mit den Zielen? Aktuelles Ziel findet Josh und fragt nach heißem Wasser. Ne, müssen wir ja ein bisschen wissen, aber eigentlich war es ja klar. So. Wow. Was war das? Den Ampel, da kann er ja nicht so weit weg sein. In dem Zimmer waren wir vor. Oh, hier, was haben wir denn hier? Tattoo, was für ein Dings? Johann D. Smith, Tattoo-Künstler, du, in Vancouver. Aha. Aha. Das sind Hennas Sachen. Ach, das ist Hennas Zimmer oder was? Wir gucken gleich mal. Werden wir gleich rausfinden. Liebe Henna, es wäre klasse, wenn du dabei wärst, meiner Mega-Party 19 Uhr. Hier, Casa de Mike, bei mir zu Hause, im Antwort wird gebeten. Was haben wir jetzt noch? Schwer verliebt. Soll vorkommen. Kommen wir uns noch hier hin? Nein, das ist immer. Blinkt da? Was ist denn das? Hallo, das schreit ja förmlich nach Mike. Und pick du, Paradies du, na sowas. Das ist nix hier. Doch noch ein Zettel. Ich sage mal, hör mal, hier können wir viel finden. Hella, Josh und Beth, ihr seid eingeladen zu Sams Halloween Party 31. Oktober 2013. Kostüme sind Pflicht. Na sowas. Schmetterlinge leuchten bloß oder haben die was zu sagen? Ne, die leuchten bloß. Na gut. Tja, wo soll man denn nun den Josh finden in diesem Riesenhaus hier? Hä? Ach, hier können wir gar nicht durch. Ne, da gehen wir eben woanders lang. Weil ich es hier durchlassen will.
Aha, was ist das? Achso. Komm schon. Aber weißt du, wie lange er braucht? Ich glaube, wir sollten lieber mal Decken suchen. Aha, gut, ich dachte, da kennt man noch was. Ja, absolut. Uhu. Auf geht's, Josh. Auf geht's. Wo ist die Treppe? Ah, da hinten. Ist der nur unten oder ist der hier oben irgendwo? Ist so schwierig. Haben wir hier? Wir sind ja nicht neugierig. Ach, wieder zu, Mensch. Da unten sind welche. Wir gehen am anderen eben. Nee, du sollst hier. Und hier. Nee, die Treppe war da hinten. Quatsch, Mensch. Okay, Lester Mulder, wisst ihr was? Ich weiß da was für euch zwei. Was? Okay, na, ich bin ziemlich sicher, irgendwo in dieser Irrenbude hatten wir mal ein Hexenbrett. Ein was? Wow, du hast ein Hexenbrett? Oh ja, na klar. Ja, fangen wir jetzt mit dem Isha-Brett an. Die Dinger sind ein Witz, Mann. Totale Verarsche. Quatsch nicht, Bro. Wir haben das früher ständig gemacht. Ich und... Hey Josh, kein heißes Wasser ist irgendwie mieser Service, findest du nicht? Service. Ja, man muss nur den Boiler anschmeißen. Er ist im Keller. Aha. Okay, ihr zwei, schaut doch bitte mal nach dem Hexenbrett. Chris, na los. Suchen wir es. Das wird wie eine Schnitzeljagd. Jo, suchen wir es. Ja. Okay. Dann los. Cool. Wir gehen in den Keller. Ihr werdet es nicht bereuen. Ja. Na, Lust mich zu begleiten. So, meine Lieben, aber in den Keller gehen wir dann das nächste Mal, nicht? Da schauen wir dann das nächste Mal. Ach, machen wir mal Schluss an der Stelle. Und gucken wir mal, wie sich das noch weiterentwickelt. Ja, wird ja langsam doch etwas gruselig, nicht? Gerade auf dem Weg zum sogenannten Liebesnest, nicht? Mal sehen, was da passiert ist. Mal sehen, wann das da weitergeht. Da wird ja wieder an der spannendsten Stelle wieder Schluss gemacht und wir müssen was anderes spielen. Ja, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich freue mich wie immer, nette konstruktive Kommentare. Däumchen da oben, den einen oder anderen Abonnenten. Nichts, wenn ihr nichts verpassen wollt, dann macht die Glocke an. Dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.